So, ich hoffe, es geht mit den Granaten. Keiner beschwert sich. Sollte das jetzt stimmen? Also, Mirage gab es in Source, habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen, aber gespielt wurde die nie, oder was? Die war halt in der Intel da drin, aber nie in der EPS oder so, also okay. Da hat keiner wirklich trainiert. Ja. Boah, du hast ein krasses Handy, nimm das mal bitte weg. Das nervt. So, B-Rush bei... Götter. Boah, Kai kriegt direkt Headshot. Ja, E sitzt aber noch ganz gut. Wir sind so wenn wir drauf. Boah, CT noch da hinten gewesen. Schön abgekämmt. 2 gegen 3 Situationen. War klar, Klü noch 12 HP. Ja, TT in der Unterzahl. Klü mit den Doubles. Oh, stirbt jetzt. So 12 HP gegen 3. Ja. Ja, keine Chance an kurz mit 2 HP. Man kriegt ins Gesicht von 4M. Muss man erstmal an die 4Mi. 4Mi, Seele, Predix, Speedy und Dani. Okay. Tja, da legen die Götter schon mal gut los. Erfolgreich. So, welche Nummer ist CD? Ich glaube, man merkt die 7. Was sind das denn für Smokes? Palm im schönen Shot. Oh, Unterzahl. Flashpick. Oh, 2 gegen 2. CT von kurz, aber leider kein Kit. Ja, wenn das gut macht, sterben vielleicht beide Ts. Felix hat sich schon auf den Tod vorbereitet. Aber auch nur so Waffen für 1-2 oder so verloren, jetzt nicht so gravierend eigentlich. Nettes Steam-Bild übrigens bei. Wer ist das? Danish oder Dani Bash? Dani Bash ja, oder Dani so. Bash, ja. Könnte es PPS sogar für geben, glaube ich. So, Dragons nehmen wieder die Mitte ein, diesmal ist ja keiner. Ja, doch, haben sie direkt richtigerweise zurückgezogen, die Götter. Gibt es einen Contact? Verstehe ich nicht, warum da nicht Go gemacht wird. Mitte pusht. Bitte, Leute, hört auf, mir im Steam irgendwas zu schreiben. Oh, Frex gefallen. Connector auch tot, keiner ins Gewaff verloren, souverän. Wie sie die Anti-Ecos runterspielen. Ah, mit Overlay ist es echt viel angenehmer, sieht man halt viel mehr. So, weißt du, ob wir eine AWP haben? Bei den ist nicht. CTS habe ich das keine gesehen. Es machen auch schnell Action House Split oder sowas. Ne, keine AWP am Start. War Vollgas durch. Da kommt schon die Gegengranaten. L. Sehr schöne Verteidigung bisher. Frax sitzen, letzte im Haus oben bekannt. Eine Arme doch. Ja, bei den Tees. So, aber zieht sich auch zurück. Jetzt kommen noch die Duels. CTs machen auch sehr schön hinten dicht. Also gefällt mir der T komplett eingekesselt, kann er nichts machen. Bombe ist auch down. Und jetzt seht ihr auch. Schönes Doppel, da Kai hätte da abgelenkt, Klü wäre rumgezogen. Schönes Teamplay auf jeden Fall in der ersten Runde. Auch TT eigentlich ein ziemlicher Mix. Ich glaube, die haben das Team auch diese Woche da so irgendwann zusammengestellt. Mhm. Ja, mich wundert auch, dass Klü dort spielt. Halt irgendwie kein
Also da sind aus der letzten Season von Tenum, ach, von den Tenum noch zwei Leute drin, der Rest halt neu. Okay. Naja gut, es baut eh gerade jedes Team um. Es gibt, glaube ich, kein Team, was geschlossen irgendwie wechselt, oder? Bis auf das Maus-Team, glaube ich. So, diesmal soll ich wieder B gehen. So, wo sind der CT da? Ach, die 4, Chemo. Oh, Chemo hat sie wieder gespottet. Die können wieder helfen. Auf und Kiko. Ah, Kai stirbt. Jetzt stirbt doch Chemo. Hier ist er nicht unbedingt low. Aber Klü steht. Und Mana und Spot macht er auch. Sehr schöne Runde von Klü. Der letzte T. Auch bekannt. Ja, den hätte er auch holen können im Sprung. Also. Kam die Frage, wo du vorhin gespielt hast, bei Red Dead. Red Dead, genau. Nehmt ihr am nächsten Cup nochmal teil? Ja, auf jeden Fall. Okay. Probieren kann man es ja, es wird ja eigentlich immer ein bisschen einfacher nach jedem Cup. Ja, also sollte man meinen. Fallen halt zwei starke Teams raus. Kai endlich mal First Trade gegen CG. Der Spiegel. Und die Bombe ist auch im B-Haus. Ach, hat schon durch die. Alter, durch die Smoke. Gesehen? Ja. Die Tür ist ja durchschießen, aber kurz steht noch Klü und die Bombe im Keller unten. Dank macht's gut, ich bitte auf Überleben. Gibt kein unnötiges Risiko ein. Sehr schön. Gute Runde von Slam Dunk. 3-3 Ausgleich. Was würdest du sagen, wie war die Map in 1-6? Also wie viel musst du mindestens holen als T? Boah, also 3 konnten auch mal reichen. Also es gab auch Matches, wo als CT einfach drüber gefahren wurde und du mit 2-3 T-Runden schon gut dabei warst, aber ich weiß nicht, würde ich sagen, 5 Runden sollst du schon holen. Na, prinzipiell war es schon eine City-Map, eine 1-6. Wir hatten im ersten Match die Map und es war so komisch, da haben wir 3 CT-Runden geholt und dann auch gewonnen. Ach, krass. Das war echt ein komisches Match. Ja, wisst ihr ja, woran ihr arbeiten müsst. Ja, haben wir mit einem Ringer gespielt, hat die Map noch nie gespielt vorher. Ah, okay. Dann Götter wieder mit Eco. Läuft aber gut für CT. So, jetzt können sie mal ruhig ein paar Hacker-Shots hier auspacken, ich will das sehen. Mal Mitte ein. Ich wundere mich gerade, ob die Roundtime richtig ist. Eigentlich 1,45, aber. Ja. Ist halt eh zu spät, passt schon. Ich habe eigentlich vorhin nochmal die Settings geladen. Oh Mann. Aber da gibt's keinen Stress. Sagen müssen eigentlich. Aber wenn es den Teams selbst nicht aufgefallen ist, dann. Mit dem Restart. Akzeptieren sie ja quasi die Settings, die gerade geladen sind. Die Granaten waren auf jeden Fall wichtiger als die Runtime.
Hurst. Ah, es ist drauf. Ah, Jule kommt nochmal schön weg in die ZWS. Mit seiner Arbeit. Hopp wird gelegt. Sehr schön, wurde auch gesehen von Slam Dunk. Da war es nur noch 4 Mi. Ah, schön für Kai über die Kiste. 5:3, also TT. Wollten eigentlich nochmal kaufen. Also bisher läuft es doch ziemlich gut für die Dranks. Jo. Nochmal gekauft, mal schauen. Der Abe Mitte, der T. Jule verschießt. Nochmal. Hier verschießt auch. Jule benimmt jetzt B-Haus. Wieder weg. Könnte eigentlich A-Haus ziehen oder sowas. Oh, B ist wieder die Bombe. Also wieder ein kleiner A-Fake. Kurz oder durch. Kurz, ich hab den noch nicht gesehen. Kurz durch. Oh, Kite zieht rum, kriegt ins Gesicht. Go. Oh, da sterben sie alle. Nur noch Slam Dunk, der wirklich ein gutes Spiel bisher macht. Gegen 4. Auch weggehen eigentlich selben. Ts haben eh Geld. Ja. Auch nichts, wenn er jetzt einen holt. Wenn er die saved, kann er auf jeden Fall Chemo legen. Ich meine, er könnte so oder so legen, aber so spart man halt noch ein bisschen was. Stimmt dann dagegen 4 Mi, 5:4. Immer noch die Führung für TT Dragons. So, gekauft wird auf jeden Fall. Slam Dunk wird auch gelegt haben. So. Danach einen hingeworfen. Wieder derselbe Aufbau, 2 Mitte, 3 über Haus. Aber wieder verschossen Mitte. Oh, einer ist aber Keller drin. Der Chemo kann nicht zu hinten kommen. Oh, er wurde noch nicht gehört. Oh, ja, man verschießt ja, leider. Ja, viel zu laut. Aber er war auch viel zu laut. Oder ja, haben ja, hätte trotzdem da ewig gehört. Aber Seele hat sich umgedreht und hat dann erst reagiert. Also ich glaube, er wusste nicht, dass da einer ist. Sidi macht den kurz. Kai steht noch am B mit AWP. Jule zieht aus dem... aus der Küche raus. Jetzt muss er aufpassen. Oh, schöner Shot. Jule kassiert. Slam Dunk nimmt noch einen mit. Oh, was ein Hin und Her gerade. Aber die Bombe liegt oben bei Slam Dunk. Dani Bech auch. Oh, mit AWP. Sollte sich dann nicht irgendwie am Schlitz zeigen. Wird er wahrscheinlich einfach bei Pick rumziehen. Hat die jetzt gehört? Ach du Scheiße, was ein Duell. 7 gegen 4 AP. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt alle Vorteile eigentlich bei Danish. Dani Bash. Er weiß, wo er kommt. Boah, nur einen kleinen Hit geben. Liegt halt auch noch HE auf dem Spot. Hätte sich mal holen müssen vorhin. Ah, hab ich gar nicht gesehen. Oh Mann, er verliert, weil er auf Aim geht. Ja, siehst du mitten im Spot. Ja, ja, wahrscheinlich gewonnen. Aber er sieht's auch nicht, der CT. Also das ist sowieso was, wo man drauf achten sollte. Am Ende einer Runde. Oder so überhaupt in mitten einer Runde, dass man irgendwo eine Granate noch... Kann er eigentlich nochmal kaufen, oder? Ja, einer halt Deagle. Ja, kaufen nochmal. Aber das Duell war eigentlich gerade schlecht. Der T hätte es einfach irgendwie noch länger hinauszögern können. Eine CT irgendwie holen, wenn er rausspringt. Naja, gut. Aber sie haben echt immer denselben Aufwand. 2 Mitte und 3 A. 3 im B-Haus. Haben ja auch eigentlich recht gut drauf. Ja, ja, klar. Solange es funktioniert. Boah. Das scheint echt gut zu klappen, also. CTs sollten auf jeden Fall mal versuchen, eher die Action alleinzunehmen oder mal Mitte wieder pushen, so wie es in der P
Kisten, glaube ich, gemacht haben, wo sie einfach mit einer Flash mit hoch sind. Verlieren sie noch alle irgendwie dumm die Waffen. Auch nicht so toll. Eigentlich fast Doppel-Echo, teilweise nur 1,5. Ja. Das wird nicht reichen. Sie halten echt immer an dem Aufbau fest. Aber haben wir wirklich gerade keinen Grund, den zu ändern. Kai mit dem Bier. Boah. Das kommt einfach rum und gibt. So, das ist der Ausgleich. Jetzt 3-3 nur. Noch eine Echo. Ja. Echt gespannt, wie lange sie das hier durchziehen mit dem Aufbau. Es läuft ja jetzt 3 Runden am Stück, oder? Ja, 3 oder 2 Runden. Wenn sie mal gut durchkommen. Mhm. Der Smoke auch zur Mitte. So, jetzt gibt's den Push anderes. Endlich. Aber. Jetzt gehen sie aber in der Runde auf den anderen Spot. Ja, Alter. Bei Faken um die anderen Action durch. Wie bitter das ist. Weil du dieser. Als ob sie es gewusst hätten. Eine ballert da ein bisschen umrum und hat jetzt 4 Leute oder so gebunden. Guck mal, alle 4 am anderen, weil da einer rumschießt. Alle 3. Oh, sieh die, Speedy steht mit Bombe. Smokes fliegen. Schön in die Füße geschossen. Was hat dann sie da nichts durch die Smoke? Ich aber ehrlich gesagt auch nicht. So, und da geben die Götter in Führung. Die CDs haben jetzt auf jeden Fall wieder Geld. Aber ich würde Ihnen empfehlen, jetzt nochmal den Push mit hochzuspielen. Und haben jetzt eine Aave, vielleicht mal Mitte kontrollieren zu dritt. Ja, aber man kann ja auch Mitte hochziehen mit der Aave und trotzdem noch einen hochschicken. Ja, und jetzt ist wieder die Schnapprunde. Genau. Und die ist leider durchgezogen. Nicht. Schade. Und jetzt die T ist auch mal mit Aave, hatten sie gerade nicht in der Runde. Oh, Joel verschießen, hat doch direkt die Smoke abbekommen. Smoke halt super effektiv in Go. So, da gibt's den. Die Flash ist kurz, aber Chemo steht. Schön im Mini-Dünner. Spätestens jetzt sollte eigentlich klar gewesen sein, dass es wieder dieser Go war. Und der Rest im Haus ist. Oh, da fiebt's echt nur. Schön von Kai. Und Jules steht auch noch mit Aave. Und letzter. Im Keller. Er hat aber die Bombe. Boah, ist jetzt auf den 2 Seiten. Den Zoom gehört. Schön umgezogen, was wir haben. Dank 7-7. Schöne erste Halbzeit. Mal Vollgeld, mal schauen, was sie jetzt tun. Eigentlich war es in einem 6, dass man B alleine gemacht hat. Als CT. Ja, ja. Weil die doppeln jetzt eigentlich fast jede Runde B. Eigentlich können die irgendwie mal schnell A durchfahren, die T's. Ja, ja, klar. Finde ich, das haben sie nicht einmal gemacht. Es hat so oft B geklappt. Dann kann man einfach A rushen und es wird auf jeden Fall klappen. Aber sie halten weiterhin am Aufbau fest. Jules macht jetzt endlich mal den First Track. Das, was er vorher mit den nie geschafft hat. Da oben völlig abgebrannt, die Leute. Ja, natürlich auch noch Möglichkeiten, einen tiefen Molly zu werfen. Ja, diesmal nimmt Kai keinen mit. Nun Assist. Slam Dunk von hinten.
Frag mich, der hat jetzt nur eine Deagle, obwohl seine Mates 4-8 noch haben in der letzten Runde und nicht legen. Das ist so, ja, so sinnlos. Ja. Wen meinst du jetzt? Gerade dieser eine T. Okay, ja, Seele hat viel zwei Mates legen konnten. Ja. Weil keine Ahnung, warum sie das machen. Tja, da gibt's noch das Feature, dass man das Geld im Scoreboard sieht und dann wird's nicht genutzt. Huch. Nein. Der Split jetzt Action House. Direkt draußen. Keiner gestorben. Gibt's den ersten Flag am Spot? Ah, schöner Headshot. Ein Ziel hier noch 5. Komm nicht zu legen. Oh Mann. Das war unnötig, da jetzt einfach so raufzulaufen. Wobei es hat dem T die Bombe gegeben, sein Mate. War das jetzt hier 2 und 5 oder so? Ja. Nicht einfach. Das ist auch eine 5-7 oder sowas, ne? Was hat er denn? Boah, er hat ein Kit. Er hat diese P250. Also ja, keine Ahnung, was das ist. Schon recht. Eigentlich, ja. Boah, er zieht nicht durch. Boah, schön von Kai. Ja, trotzdem noch irgendwie sehr unnötig. Sehr knapp, ja. Das ist der eine T, der auf den Spot gast, obwohl noch nichts gedeckt ist. Auch ein bisschen unnötig. Kann man alles ruhiger spielen. Extrem defensiv in der Action. Wir erwarten da irgendwie einen Push. Ich war nicht drauf, war das? Ich war auch nicht drauf, ich war bei dem T drauf. Er ist halt einfach rumgekommen. Was komisch? Ach, weiß nicht. Nein, so ein Headshot kann halt auch immer Luck, ja, Luck oder einfach deswegen, Game sein, also, ne? Kannst du nicht sagen. Ja, was heißt Game? War halt Pre-Aim rein und irgendwie drauf direkt. Und sowas. Oh, Alter. Hast du auch da gerade den. Ich hatte gerade den Bug, dass ich das Geländer durch die Smoke gesehen habe. Ja, das sah bei mir auch so aus. Auch nett.